Was ist damit gemeint mit einer Stellvertreterhypnose? Was ist das? Vielleicht hast du schon mal davon gehört, vielleicht auch nicht. Also pass auf, es ist folgendermaßen. Wenn ich mit dir einmal gearbeitet habe, wenn ich mit dir eine erste Sitzung hatte und sozusagen dein ganzes Haus ein Frühjahrsputz hatte, ja, dann können wir in einer Folgesitzung für jemand anderen arbeiten. Wir können für jemanden anderen arbeiten, der sein Einverständnis gegeben hat. Ja, also wenn jemand weit weg ist oder wenn es zum Beispiel sich um ein Haustier handelt, dein Pferd, deine Katze, dein Hund, da gehen wir davon aus, dass sie damit einverstanden sind, dass wir für sie arbeiten. Wir können mit in der Zusammenarbeit mit deinem Überbewusstsein eine Verbindung herstellen zu dem Überbewusstsein zum Beispiel von deinem Baby oder von deinem Kleinkind. Wir können mit 4-, 5-, 6-jährigen Kindern gut arbeiten mit dem Simpson-Protokoll, aber mit Babys nicht so gut, aber manchmal brauchen die Babys Unterstützung. Und übrigens, wenn ich mit Schwangeren arbeite, dann arbeite ich auch mit dem Baby im Bauch der Mama. Ja, also wir nehmen Kontakt auf zu dem Überbewusstsein des Babys und es gibt definitiv andere Antworten als das Überbewusstsein von der Mama. Wenn also es Probleme gibt mit Kindern oder mit Haustieren oder mit Menschen im Wachkoma, oder mit Menschen, die bettlägerig sind, weit weg sind oder wie auch immer, deren Einverständnis ihr habt, für sie zu arbeiten mit dem Simpson-Protokoll, dann können wir eine Stellvertreterhypnose machen. Die können wir genauso wie die Erstsitzung hier in der Praxis machen oder online machen. Und dann werden wir recht flott weil das die zweite Sitzung ist, eine Folgesitzung in die Tiefe der Hypnose gehen. Wir werden Kontakt aufnehmen zu dem Überbewusstsein desjenigen, mit dem wir arbeiten. Und zwar im Einverständnis mit deinem Überbewusstsein. Ja, das ist wie Verbindungen, die wir dann eingehen, wo wir sagen, so jetzt arbeiten wir für diese Person. Und du stellst sozusagen deinen Körper und dein Gehör und dein System und deine Finger für die Antworten zur Verfügung. Aber die Fragen und die Antworten, die drehen sich um denjenigen, für den wir arbeiten. Und das ist unglaublich faszinierend. Manche Menschen können gar nicht glauben, dass sowas geht. Es kommt einem so ein bisschen spooky vor. Ist es aber nicht. Es ist etwas, was seit Jahrtausenden weltweit passiert, was eigentlich selbstverständlich ist, was Mamas wissen das. Also wenn du Mama bist und dein Kind oder bei Papas funktioniert das auch meistens. Bei Mamas ist es noch ausgeprägter, weil die mehr so viel mehr noch Bauchgefühle haben oder die Bauchgefühle besser hören. Ja? Wenn dein Kind erwachsen ist und in den USA studiert und da passiert irgendwas oder es bekommt selber ein Kind oder irgendwas ist los, es hat furchtbar Liebeskummer oder irgendwas, du stehst nachts gerade im Bett und du rufst an und fragst, was ist los. Du spürst es über Raum und Zeit hinweg. Stichwort dabei ist Nullpunktfeld. Stichwort dabei ist Quantenphysik. Also das ist nichts, was irgendwie esoterisch, spirituell, spooky oder sonst irgendwas ist, sondern das ist reine Physik. Ja, und das ist Kommunikation über Informationsfelder, die diejenigen, die sich damit beschäftigen, das Nullpunktfeld, das Quantenfeld oder morphogenetische Felder nennen. Ja? Wem das zu komisch ist, der lässt es einfach, gar kein Problem. Aber manchmal, also die Ergebnisse sind frappierend und es funktioniert einfach. Ja?
Also, wenn du Interesse hast an der Stellvertreterhypnose, dann ist es gut, wenn du einmal, wenn dein System einmal sozusagen durchgearbeitet ist und du dann in Folge, wenn es an der Zeit ist, mit dem Einverständnis desjenigen, für den du arbeiten möchtest, eine Folgesitzung buchst und dann machen wir eine Stellvertreterhypnose. Ich bin sehr gespannt, was du mir anschließend berichtest, was alles passiert ist. Wir sehen uns. Liebe Grüße, dein Lefka.